Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur 12. Sitzung des Kreistages, die als Sondersitzung anberaumt wurde. Ich eröffne die Sitzung und stelle die ordnungsgemäße Ladung fest. Die Einladung und die Unterlagen zur heutigen Sitzung wurden Ihnen, den Kreistagsmitgliedern, am 12. November elektronisch zur Verfügung gestellt. Ich stelle fest, dass entsprechend der Geschäftsordnung § 1 Satz 1 und 5 die Ladungsfrist eingehalten wurde. Neben den Kreistagsmitgliedern begrüße ich selbstverständlich auch Gäste. Ich begrüße Einwohner des Landkreises, ich begrüße die Pressevertreter, die Mitarbeiter der Verwaltung und bekomme demnächst auch die Zahl der Kreistagsmitglieder, die an dieser Sitzung teilnehmen. Ich werde Ihnen diese Zahl dann gleich nachreichen. Die Tagesordnung liegt Ihnen mit der Einladung schriftlich vor. Es ist beabsichtigt, dass zum Tagesordnungspunkt 5.1 zunächst der Landrat und im Anschluss die Geschäftsführung der Asalus Altmark Holding GmbH sprechen und wenn es ihrerseits dann entsprechende Anträge zur vorliegenden Tagesordnung gibt, können die dann entsprechend auch gestellt werden. Es sind 35 Kreistagsmitglieder und der Landrat anwesend. Das sind 83,72%. Ihnen, den Kreistagsmitgliedern, liegt eine Einladung vor. Und ich möchte über die Tagesordnung aus der Einladung abstimmen lassen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr. Gibt es Enthaltungen? Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Somit ist die Tagesordnung einstimmig angenommen und wir können in diese entsprechend einsteigen. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf die Aktuelle Stunde. Das ist die Fragestunde für die Mitglieder des Kreistages. Wer von den Kreistagsmitgliedern wünscht das Wort? Ich sehe, das ist nicht der Fall, dann kann ich diesen Tagesordnungspunkt auch gleich wieder schließen und rufe den Tagesordnungspunkt 3 Einwohnerfragestunde auf. Wünscht jemand von den Einwohnern des Landkreises das Wort? Auch das ist nicht der Fall, sodass wir zum Tagesordnungspunkt 4 kommen können, Informationen und Mitteilungen, Klärung von Anfragen. Herr Landrat, gibt es Ihrerseits Informationen in diesem Tagesordnungspunkt? Das ist nicht der Fall. Anfragen Ihrerseits hat man auch nicht. Also kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5 und ich rufe dann den Tagesordnungspunkt 5.1 auf, Strukturveränderung der Altmark Klinikum GmbH. Dazu liegt Ihnen die Vorlage 368 aus 2021 vor. Und wie ich eben schon erwähnte, würde ich zunächst den Landrat bitten, mit seinen Ausführungen zu beginnen. Bitte, Herr Landrat. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mitglieder des Kreistages, werte Gäste, ich darf versuchen, das ein oder andere, was zu lesen oder zu hören war, im Zusammenhang mit diesem Sonderkreistag klarzustellen. Ich will mich auch beziehen auf Sachverhalte, die mit den entsprechenden Beschlussvorlagen, Beschlussvorschlägen einhergehen und will versuchen, das eine oder andere auch verständlich herzuleiten, sodass erkennbar ist, der Sonderkreistag ist einberufen worden, weil uns das Thema so wichtig ist. Nicht, weil wir auf die Schnelle eine Entscheidung herbeiführen wollen, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, wenn man über die
medizinische Grundversorgung im ländlichen Raum diskutiert, wenn man Strukturen verändern muss, wenn man Strukturen in Frage stellt, dann muss man sich im Kreistag Zeit nehmen, um diese Fragestellungen zu diskutieren. Und Sie alle kennen die Dezember-Kreistage, die gefüllt sind von einer mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, von schweren Diskussionen zum Haushalt 2022, auch zu einem Kreisumlageverfahren. Wir haben weitere Tagesordnungspunkte vorgesehen. Deshalb sind der Kreistagsvorsitzende und ich übereingekommen, diesen Sonderkreistag heute hier durchführen zu lassen. Im Übrigen, verbunden mit der vorgeschalteten Kreisausschusssitzung, ist das eine geübte Praxis im Altmarkkreis Salzwedel. Wenn es Sonderkreistage gab, hat man das immer verbunden mit Sitzungstagen des Kreisausschusses. Also von daher passiert hier zwar etwas Besonderes, aber nichts Ungewöhnliches, was letztendlich in irgendeiner Form Sachverhalte verschleiern soll. Und deshalb, denke ich, können wir heute hier und müssen wir auch über entsprechende Entwicklungen reden. Und auf dem Thema bzw. auf der Tagesordnung steht eben die zukünftige medizinische Versorgung im Altmarkkreis Salzwedel. Es geht also um den Landkreis insgesamt. Natürlich werden wir in der Vorlage auch sehr speziell Bezug nehmen und haben das genommen zu den Strukturveränderungen, die wir kurzfristig vorschlagen und anstreben, aus unterschiedlichen Zwangslagen heraus, auf die ich im Einzelnen noch drauf eingehe. Ich will aber verständlich machen, dass solche Beschlussvorlagen nicht selbstverständlich sind. Ich glaube, Sie können mir abnehmen, dass ich als Landrat in einem ländlichen Landkreis solche Beschlussvorlagen nicht einfach mal so erarbeite, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass meine Amtszeit sozusagen endlich ist. Also von daher kann mir auch jeder abnehmen, würde es die Zeit geben, solche Strukturveränderungen über Monate rauszuschieben. Warum sollte ich mir diese Zeit nicht nehmen und es dann tun? Es gibt überhaupt keinen Grund, diese Überlegungen insofern in anderer Art und Weise anzustellen. Ich weiß auch, wie wichtig die medizinische Grundversorgung ist für den Altmarkkreis Salzwedel. Ich bin selber Vater und auch Großvater, von daher wusste ich auch immer zu schätzen, dass eine entsprechende Kinderversorgung möglichst wohnortnah durchgeführt wird. Dass sich das über die letzten 10, 20 Jahre deutlich verändert hat, das weiß ich auch. Und letztendlich gibt es dafür Gründe, die der Altmarkkreis Salzwedel nicht zu verantworten hat. Und ich habe hier nicht zum ersten Mal in diesem Kreistag, in diesem Hohen Hause gesagt, dass es für mich eigentlich unvorstellbar ist, wenn man solche Strukturen für eine Stadt wie Gardelegen in Frage stellt. Eine Stadt, die Grundzentrum ist und mittelzentrale Funktion wahrnimmt, also das Umland abdeckt. Und dennoch über eine Fläche, die im Prinzip unvorstellbar ist, für Gebiete in Nordrhein-Westfalen, wo man letztendlich die Seitenstraße bzw. die Straßenseite wechselt und dann hat man das nächste Krankenhaus vor der Tür. Also insofern ist das schon ein schwieriger Vorgang, weil ich natürlich auch weiß, dass gerade solche Strukturen im medizinischen Bereich wichtig sind für Überlegungen, nehme ich meinen Wohnort, wichtig sind für die wirtschaftliche Entwicklung und natürlich auch Haltefaktor für Familien. Aber letztendlich gibt es Rahmenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können und auf die will ich auch gerne eingehen. Insofern beinhaltet also die vorliegende Beschlussvorlage für uns alle, also da meine ich mich als Landrat, für den Kreistag, sicher für die Stadt, für die Bürgermeisterin, für den Förderverein, für die gesamte Bevölkerung, eine Zumutung, die aber nicht gleichzusetzen ist mit Respektlosigkeit oder gar mit Leichtfertigkeit. Die Beschlussvorlage ist inhaltlich und auch zeitlich getrieben, wenn Sie es so wollen, von der normativen Kraft des Faktischen. Denn das, was eintritt am 1. Januar, ist für mich momentan nicht mehr vermeidbar. Und deshalb will ich darauf hinweisen, dass wir mehr als anderthalb Jahre über die Kinderklinik in Gardelegen reden, über Unternehmensstrategien reden, die sich anpassen müssen an bestimmte Herausforderungen wie den demografischen Wandel, die Digitalisierung und ganz nebenbei ist jetzt die Pandemie auch noch gekommen. Und der Hintergrund ganz zu Beginn dieser Problemdiskussion war ausschließlich, dass wir wussten, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt
nicht ausreichend Fachärzte aus dem pädiatrischen Bereich zur Verfügung stehen können. Das wussten wir. Da begann die Diskussion. Und erst später sind letztendlich andere Themen dazugekommen, die auch mit Fragen der Wirtschaftlichkeit des Gesamtunternehmens zu tun haben. Vor diesem Hintergrund gab es eine Vielzahl an Aktivitäten innerhalb der Stadt Gardelegen, durch den Förderverein und auch darüber hinaus. Und ich bin dankbar dafür, dass wir diese Zusammenarbeit organisiert haben, dass der Förderverein, die Stadt das angestoßen hat, um eben sicherzustellen, dass wirklich alles, aber auch alles ausgelotet und ausgenutzt wird, um Fachkräfte hier in die Region zu holen. Die Ergebnisse sind leider überschaubar und von daher darf ich darauf verweisen, dass wahrscheinlich Herr Dr. Schof zu dem Bereich Personalakquirierung und Personalgewinnung und Herr Richter nachher zu den betriebswirtschaftlichen Entwicklungen aus der Sicht der Geschäftsführung mehr ausführen werden. Von daher kann ich hier auf Einzelheiten verzichten. Ich weiß, dass die Situation, die wir über die anderthalb Jahre in der Diskussion geführt haben und dass sich diese Situation deutlich verändert hat, deutlich verschärft hat, im Bereich des Wirtschaftlichen, aber auch im Bereich des Personellen. Wir haben letztendlich die Dinge mittlerweile mehrfach zur Kenntnis genommen und von daher kann ich nur sagen, dass wir handeln müssen, weil wir das Gesamtunternehmen gefährden. Wir haben das in der Vorlage deutlich gemacht. Die Zahlen sprechen für sich. Das ist nichts, was sich irgendjemand ausgedacht hat. Und von daher will ich einfach nur noch mal hier klarstellen und feststellen, dass die Zahlungsfähigkeit des Altmark-Klinikums derzeit nur durch die Verwendung eigener pauschaler Fördermittel und durch die Verwendung eines durch die Salus GmbH zur Verfügung gestellten Darlehens sichergestellt werden kann. Wir sind momentan nur liquide, weil wir Geld von Dritten bekommen haben. Die Erlössituation ist so momentan und sie wird sich auch kurz- und mittelfristig nicht verändern. Und aufgrund dieser Entwicklungen hat der Aufsichtsrat vorgegeben, ein Ergebnissicherungskonzept und eine Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie zu erarbeiten. Beides wurde am 30.09.2021 vorgelegt, aber durch den Aufsichtsrat nicht beschlossen. Es wurde aber festgelegt, dass daran weitergearbeitet wird und dass auch ein externes Unternehmen gewonnen werden soll, um diesen Prozess der Fortschreibung der Unternehmensstrategie zu begleiten. Am 4.11., also knapp vor vier Wochen, beschloss dann der Aufsichtsrat das fortgeschriebene Ergebnissicherungskonzept, was die Umbildung der Kinderklinik am Standort Gardelegen zu einer erweiterten ambulanten Versorgung beinhaltete, sowie die Einleitung der Erarbeitung eines Zielbildes für das Altmark-Klinikum, das sich ausschließlich am medizinischen Bedarf der Bevölkerung im ländlichen Raum ausrichten soll. Und dieses wird nun beschlussgemäß von einer Beratungsgesellschaft, der BCG, also der Boston Consult Group, begleitet. Dazu hat ja bereits ein entsprechender Workshop stattgefunden. Die maßgeblichen Beschlüsse auch zur strukturellen Umbildung sollen am 14.12. gefasst werden. Im Aufsichtsrat am 14.12. sollen diese maßgeblichen Beschlüsse gefasst werden. Um als Landrat in der dann folgenden Gesellschafterversammlung ein Votum abgeben zu können, bedarf es eines Beschlusses des Kreistages, das ist so im Gesellschaftsvertrag fixiert, der mich dann auch bindet. Und dazu dient heute die Beschlussfassung. Und ich habe es persönlich für wenig zielführend gehalten, diesen Beschluss am 13. Dezember, also einen Tag vor der Aufsichtsratssitzung, herbeizuführen, weil ich mir gut vorstellen kann, welche Vorwürfe dann an mich gerichtet worden wären, so unter dem Motto, hätten wir da nicht früher diskutieren können. Also deshalb nochmal die Begründung, heute Sonderkreistag und da muss über alles geredet werden und da muss auch ein Beschluss herbeigeführt werden, egal wie er dann aussieht. Und ich will nochmal sagen, die Thematik ist nicht neu. Jeder, der behauptet, wir hätten die Zeit so schnell genommen und wir hätten keinen Kreisausschuss durchgeführt, Fachausschusssitzung, der ist nicht ehrlich. Wir haben diese Sachverhalte seit anderthalb Jahren in unterschiedlicher Qualität und Intensität
in allen Gremien des Kreistages diskutiert. Wir waren zuletzt im August im Sozialausschuss. Wir haben am 18. Oktober über die Inhalte, so wie sie sich jetzt in der Beschlussvorlage wiederfinden, mit den Vorsitzenden der Fraktionen gesprochen und auch weitere Kreistagsmitglieder hinzugezogen, weil wir wussten, dass es eine schwere Materie ist und dass vielleicht der ein oder andere Fraktionsvorsitzende thematisch nicht so dicht dran ist. Und genau das haben wir so diskutiert. Da ist nichts beschönigt worden. Auf der Grundlage der Begleitung des Aufsichtsrates haben wir dann gesagt, wir wollen den Kreistag einbeziehen mit dieser Sonderkreistagssitzung. Und die entsprechende Vorlage ist erarbeitet worden nach Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden am 18.10. Daraufhin ist auch vereinbart worden, dass wir am 17. November mit dem Sozialausschuss einen Workshop durchführen, der geleitet worden ist von der Beratungsgesellschaft BCG. Und klar kann das nicht immer in den Abendstunden stattfinden. Ich weiß, dass das für den einen oder anderen Ehrenamtler schwierig ist. Aber letztendlich kann ich da auch nur sagen, wir sind angewiesen auf die Terminvorgaben dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. der Gesellschaft, die diesen Umbruch begleitet. Und von daher war ich aber froh gewesen, dass wir die Zielstellung hinbekommen haben, dass dieser Workshop vor dem Kreistag, vor diesem Sonderkreistag stattgefunden hat, um eben tatsächlich auch nicht nur über die Inhalte zu berichten und darüber zu reden, sondern auch Anregungen aufzunehmen. Und wenn Sie die Beschlussvorlage, die tatsächlich sehr spät erstellt wurde, richtig lesen, finden Sie aber in dem Beschluss Nummer 2 auch im letzten Satz einen Hinweis, der aus diesem Workshop von Herrn Dr. Becker im Prinzip gegeben wurde, dass man tatsächlich auch sozusagen diese Prozesse und diese Entscheidungen später evaluiert und sagt, wenn sich Änderungen einstellen, dann bitte auch die Kraft haben, Änderungen herbeizuführen. Und genau das ist in die Beschlussvorlage so fixiert worden, so aufgenommen worden. Von daher steht da auch nichts anderes drin, als wir vielfach informiert haben in Gremien des Kreistages. Und die Sichtweise, die dort sich wiederfindet, ist die, die auch aktuell ist. Und ich glaube auch nicht, dass sich die Sichtweise großartig in den nächsten Tagen oder Wochen ändern wird. Also von daher will ich in aller Deutlichkeit sagen, wir sollten über Sachverhalte reden und uns nicht irgendwelche Formalien vorwerfen. Hier sind keine Formalien verletzt worden. Der Kreistag ist ordnungsgemäß geladen worden. Unsere Geschäftsordnung lässt genau das zu, was ich praktiziert habe. Und mir war es eben so wichtig, dass wir dieses Thema hier im Sonderkreistag letztendlich behandeln. Und ich habe aus den ganzen Berichterstattungen, die am Wochenende und auch heute gelaufen sind, vernommen, dass Redebedarf besteht. Und ich teile ausdrücklich diese Meinung, dass Redebedarf besteht. Und wir sollten reden. Und zwar sollten wir ganz laut und ganz wahrnehmbar reden, nämlich für die Verantwortungsträger, die in Magdeburg und Berlin sitzen, die die objektiven Rahmenbedingungen für medizinische Grundversorgung im ländlichen Raum, wenn sie so wollen, nicht vorgeben oder falsch vorgeben. Und das sollten wir in aller Deutlichkeit sagen. Und wir sind dann diejenigen, die Entscheidung zu treffen haben, weil letztendlich die Entwicklung so ist, wie sie ist und wir sie nicht umkehren können. Und deshalb will ich in aller Deutlichkeit sagen, dass der Bund nicht in der Lage war und auch das Land nicht in der Lage war, die entsprechenden Vorgaben so zu machen, dass die Rahmenbedingungen stimmen und dass auch die Anreize da sind, die nicht zu Fehlentwicklungen führen. Das ist einfach nicht vorhanden. Ich will daran erinnern, dass wir eine Krankenfinanzierung haben, die aus unterschiedlichen Säulen besteht. Und insofern muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Grund- und Regelversorgung offensichtlich durch die sogenannten DRGs nicht ausreichend abgebildet ist. Wir haben also mit den Fallschweren und mit den möglichen Fallzahlensteigerungen überhaupt nicht die Möglichkeit, hier in den schwarzen Bereich zu bekommen. Und das hat der Bund bewusst so auf den Weg gebracht. Er wollte Wettbewerb im Krankenhausbereich, hat das zu verantworten und muss das auch ändern. Und ich denke, es muss so geändert werden, dass Leistungen der Basisversorgung im ländlichen Raum zukünftig auskömmlich finanziert werden. Und das Land, das darf sich auch nicht wegducken, weil es genauso zur Finanzierung beitragen muss, nämlich über Investitionszuschüsse. Und die müssen stabil sein und zuverlässig sein. Und wenn man sich einmal anguckt,
was bei uns im Altmark-Klinikum fehlt, dann sind es die stabilen und zuverlässigen Zuschüsse. Es gibt regelmäßig wenige pauschale Zuweisungen, aber das, was in Investitionstätigkeit für Anlagevermögen und für Innovation im medizinischen Bereich notwendig ist, das findet nicht statt. Das sind mindestens in der Höhe der Abschreibung diese Investitionen, die brauchen wir vom Land. Und von daher will ich das hier sehr deutlich sagen, das haben wir alles. Haben wir alles mit dem Land mehrfach hoch und runter besprochen. Zuletzt genau vor einem Jahr gutachterlich über das Sozialministerium, über das Finanzministerium an den Ministerpräsidenten herangetragen. Und zwar der Verein der kommunalen und landeseigenen Krankenhäuser hat ein Gutachten erstellt zur entsprechenden wirtschaftlichen Situation dieser Krankenhäuser und auch einen Ausblick gewagt, wie könnte man denn über Kooperationen, Synergien heben. Dass das bezogen auf das Land Sachsen-Anhalt außerordentlich schwer ist, das kann sich jeder vorstellen, wenn man weiß, dass es kommunale Krankenhäuser nur noch in Wernigerode, Quedlinburg, Salzwedel, Magdeburg, Dessau und in Bitterfeld und in Merseburg gibt. Ansonsten gibt es keine kommunalen Krankenhäuser mehr. Und wenn man über diese Entfernung zusammenarbeiten will, weiß man, dass das schwer ist. Da wird es keine sinnhaften Synergien zu heben sein, es sei denn, man tauscht sich inhaltlich im medizinischen Bereich aus. Das haben wir also nachgewiesen und haben bis heute keine Änderung erfahren. Der ein oder andere mag jetzt auf den Koalitionsvertrag gucken, der geschlossen worden ist von der neuen Landesregierung, weil da steht ja drin, dass ein Gutachten zu machen ist, was immer mal wechselseitig gefordert wurde. Der Finanzminister hat offensichtlich was anderes gefordert, als die Sozialministerin gemeint hat und umgekehrt. Jetzt steht da eindeutig drin, dass ein Gutachten kommen soll. Letzte Woche Montag hat dazu die zuständige Ministerin erklärt, es wird kommen, es muss ausgeschrieben werden, es muss erstellt werden, es muss ausgewertet werden und mögliche Veränderungen sind vor Ende dieser Legislaturperiode, also vor Ende oder vor Mitte 2026 nicht zu erwarten. Das hilft aber keinem Krankenhaus, weil wir mit unserem Gutachten nachgewiesen haben, dass die Liquidität der kreiseigenen Krankenhäuser bereits 2022 anfangen wird zu bröckeln. Und wenn Sie das verstanden haben, was ich zum Altmark-Klinikum gesagt habe, dann haben wir heute schon nicht mehr diese Liquidität. Das sind die Rahmenbedingungen, indem wir uns unternehmerisch mit unserem Altmark-Klinikum bewegen. Und das ist das, was wir zu berücksichtigen haben. Von daher ist das schwierig. Und ich denke, das, was wir machen können, haben wir getan. Wir haben strategische Prozesse zur Weiterentwicklung des Altmark-Klinikums initiiert. Die Geschäftsführung ist dabei, dieses umzusetzen. Und es geht da nicht um einzelne Standorte, um das auch nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, und auch nicht um einzelne Abteilungen oder Strukturen, sondern das ist standortübergreifend. Salzwedel, Gardelegen, muss alles in Frage gestellt werden. Es geht um Vernetzung. Wir müssen uns den Bedarf der Bevölkerung angucken und dann reden wir nicht mehr über Bettenzahlen, über Stationen, sondern wir reden über Bedarfe, die zu decken sind, und zwar intersektoral, und zwar zwischen stationärer medizinischer Versorgung und ambulanter medizinischer Versorgung. Und das ist das nächste dicke Brett, wenn ich das anspreche. Weil ich habe letztens in einer Aufsichtsratssitzung ein Zitat gehört eines Professors, der im Aufsichtsrat sitzt als Sachverständiger. Und dieses Zitat hat er im Jahre 1987 gebraucht. Da hat er nämlich schon gefordert, dass es eine stärkere intersektorale Zusammenarbeit geben muss zwischen ambulanten und stationären Bereich. Also von daher können Sie sich vorstellen, jeder, der über dieses Thema redet, weiß, dass das nicht heute oder morgen eintreten wird. Aber letztendlich ist das die Lösung. Vor allen Dingen, wenn wir darauf gucken, dass ja die Hausärzte bei uns auch nicht mehr da sind. Wir haben 16 unbesetzte Hausarztstellen. Von den Fachärzten will ich gar nicht reden, die auch nicht mehr da sind. Also von daher ist das Problem, was wir haben, eigentlich deutlich größer. Und nochmal, es geht also um Zusammenarbeit, es geht um Vernetzung und es geht nicht um einzelne Standorte und Strukturen. Und der Patient, der Mensch, muss dabei im Mittelpunkt stehen. Und dazu brauchen wir Veränderung und wir brauchen dazu neue Strukturen. Wir haben dafür keine Zeit, ganz einfach deshalb, weil wir ein riesen Fachkräfteproblem haben. Und dieses Fachkräfteproblem, das werden wir also offensichtlich auch nicht mehr in den nächsten Tagen oder Wochen so schnell lösen. Und wenn wir letztendlich diese Chancen der Veränderung,
die wir angehen müssen, nicht ergreifen, dann gefährden wir das Gesamtunternehmen. Die Zahlen muss ich nicht wiederholen, die in der Beschlussvorlage sich wiederfinden, die sprechen für sich. Ich sehe aber eher nicht diese Zahlen, sondern eher die entsprechenden Inhalte, die wir gewährleisten wollen. Dazu brauchen wir aber letztendlich Veränderungen. Und ich will abschließend sagen, dass ich glaube, dass der Zeitpunkt, dass wir gerade jetzt laut und wahrnehmbar diskutieren, nicht der schlechteste Zeitpunkt ist. Ich will nur daran erinnern, dass wir ja in einer schwierigen pandemischen Lage sind. Und da sind die Krankenhäuser und die medizinische Versorgung in einer besonderen großen Öffentlichkeit. Sowohl Politik als auch Öffentlichkeit guckt auf diese Branche, und zwar mit großer Dankbarkeit, wenn ich das auch mal in dieser Deutlichkeit erwähnen kann. Und aus meiner Beobachtung heraus wächst die Bereitschaft, durch diesen öffentlichen Fokus etwas zu ändern. Und das müssen wir letztendlich aufrechterhalten. Aber letztendlich muss auch klar sein, auch wir müssen uns ändern. Ansonsten werden wir am Jahresanfang erleben, dass durch nicht vorhandene Fachkräfte oder durch die wirtschaftliche Situation sich entsprechende Entscheidungen ganz von selbst ergeben. Insofern will ich mich bei Ihnen bedanken. Ich will aber auch abschließend hier die Gelegenheit nutzen, mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den beiden Krankenhäusern, aber auch in der Pflege bedanken. Wir haben ja heute im Kreistag nicht über die Pandemie gesprochen. Sie wissen aber aus unseren Pressemitteilungen, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden. Und von daher weiß ich eben sehr persönlich, was die Kolleginnen und Kollegen im ärztlichen Bereich, auch im pflegerischen Bereich dort jeden Tag leisten. Das ist auch nicht selbstverständlich, aber das sind eben wirklich große Kraftanstrengungen, die wir momentan unternehmen. Und von daher will ich hier an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank sagen. Und uns wünsche ich die Kraft, dass wir zu einer Entscheidung kommen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Landrat, für die Ausführungen. Und ich bitte jetzt von Seiten der Geschäftsführung Herrn Richter, er ist schon auf dem Weg, und Herr Dr. Schurf kommt auch mit, dass Sie Ihren Beitrag dann bringen. Bitte. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Landrat, sehr geehrte Mitglieder des Kreistages, sehr geehrte Gäste, vielen Dank, dass Sie uns Redezeit geben für diese doch nicht ganz einfache Entscheidung. Wir wollen versuchen, Ihnen die Entscheidung insofern leichter zu machen, als wir sie in den Zusammenhang unserer Überlegungen, unserer Entscheidungsprozesse, unserer Erkenntnisse und auch unserer weiteren Schritte, die wir jetzt unternehmen wollen, zu stellen. Ich möchte mich noch mal ganz kurz persönlich vorstellen. Jürgen Richter ist mein Name. Ich bin seit September als Geschäftsführer der Salus Altmark Holding mit an Bord. Herr Fitzmalo übergibt nach und nach die Geschäfte und würde aber für Fragen heute auch noch zur Verfügung stehen. Wir haben aber in der internen Verabredung besprochen, dass ich diesen Vortrag heute hier übernommen habe. Meine letzte Station war ein großes somatisches Krankenhaus in Sachsen. Und aus dieser Erfahrung herauskommend konnte ich sehr gut einschätzen, wie somatische Netzwerke in der Gesundheitsversorgung funktionieren sollen. Und natürlich ist die Situation in Salzwedel und Gardelegen auf einer anderen Stelle, auf einer anderen Position des Netzwerks zu sehen. Aber das Netzwerk ist trotzdem das, was die Versorgung am Ende sicherstellen soll. Insofern habe ich im September sehr kurzfristig, sehr schnell mich mit der Situation auseinandergesetzt und auch nochmal händeringend selber nochmal versucht, das alles nachzuvollziehen, wie wir in die Lage gekommen sind, wie sich die Dinge entwickelt haben, und bin aber trotz aufwendiger zusätzlicher Recherche auch nochmal dazu gekommen, dass wir nicht wirklich mehr in einer Wahlfreiheit stehen, was die Entwicklung speziell jetzt der pädiatrischen Versorgung angeht. Aber
die pädiatrische Versorgung ist nicht das, womit wir uns als Salus Altmark insgesamt beschäftigen wollen. Wir wollen uns mit der Versorgung und Versorgungsmodellen für den Landkreis als Ganzes beschäftigen. Warum müssen wir das? Weil im Prinzip durch in diesem speziellen Fach und durch die Corona-Pandemie die Problematik, die wir in der gesamten Versorgung sehen, wie in einem Brennglas auf diese eine Abteilung gewirkt hat. Die Situation in den anderen Fächern wird durch zusätzliche Spezialisierung, durch die Veränderung in den Lebensmodellen der Fachkräfte, durch die Veränderung in der Demografie in den Standorten, wird sich in den anderen Fächern genauso zuspitzen zu einem späteren Zeitpunkt, wie wir das jetzt in der Pädiatrie sehen. Und wir wollen verhindern, dass wir immer wieder an eine Situation kommen, an einen Punkt kommen, an dem wir an sich keine Möglichkeiten mehr haben, zu handeln. Deswegen machen wir uns grundsätzlich auf den Weg und haben mit der Firma Boston Consulting einen hervorragenden Partner gefunden, der strategische Prozesse von dieser Tragweite an vielen Stellen schon entwickelt hat, im Gesundheitswesen, nicht nur im Gesundheitswesen, und der die richtigen Fragen und die richtigen Schritte mitgebracht hat, um zu einer grundsätzlich neuen Überlegung zu kommen. Das Projekt, was wir dazu aufgesetzt haben, ist wirklich vollständig ergebnisoffen. Wir haben keine Vorgaben mitgegeben dazu, wie wir ganz genau Versorgung darstellen wollen. Insofern kann auch rauskommen, dass es zwingend notwendig ist, die pädiatrische Versorgung an beiden Standorten in der Zukunft wieder zu etablieren. Vollständig ergebnisoffen. Wir orientieren uns an den Bedarfen. Wir orientieren uns daran, wie wir die Versorgung sehen, die dazu passt. Die verändert sich durch medizinische Weiterentwicklung. Und wir wollen dann gucken, wie die Rolle des AMK in einem Netzwerk sein muss, um diese Versorgung optimal darstellen zu können. Die ersten Netzwerkpartner dazu sind ja auch schon öffentlich bekannt, also dass wir mit dem Universitätsklinikum in Magdeburg und auch dem Städtischen Klinikum in Magdeburg dazu arbeiten. Insbesondere Pädiatrie hat das ja auch schon erste Teilerfolge gebracht, auch wenn kein vollständiger Erfolg erzielt werden konnte. Wenn wir jetzt in dieser Entwicklung uns einmal mit unserem Unternehmen und mit den Erkenntnissen und dem Prozess dieser Strategieberatung zu dem Punkt gekommen sind, dass wir ein optimiertes Modell, ein Modell, was wir uns vorstellen können, aufgeschrieben haben, dann ist das ein Modell, was sich mit den grundsätzlichen Rahmenbedingungen, die wir haben, zwar auseinandersetzt, die aber nicht als Restriktionen nimmt. Das heißt, wir werden ein Modell entwickeln, das erstmal eine neue Blaupause sein kann für ähnliche Situationen und das aufzeigt, welche Rahmenbedingungen zu dem Zeitpunkt einer Entscheidung diesem Modell noch im Wege stehen. Also ich habe absichtlich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht über Wirtschaftlichkeit gesprochen, aber natürlich sind viele der Rahmenbedingungen, die uns hindern, tatsächlich wirtschaftlicher Natur und verankert, insbesondere in Bundesgesetzen und in Verfahren, die sich mit der Krankenhausfinanzierung insgesamt auseinandersetzen. Wir werden das nicht einfach nur hinnehmen, dass es eben so ist und innerhalb der Rahmenbedingungen bleiben mit unserer Entwicklung, sondern wir wollen wirklich etwas kreativ, strategisch, abgesichertes, nachhaltiges für den Altmarkkreis da entwickeln. Und da bietet die Einbettung in der Salus Altmark Holding, der Landrat hat es schon angesprochen, bietet ein bisschen finanzielle Stabilität, um dieses Zeitfenster, das wir jetzt vor uns haben, um uns das nochmal offen zu halten. Das Zeitfenster wird also im jetzigen Projektdesign bis Ende März gehen. Und dieses Zeitfenster kann das AMK innerhalb der Salus Altmark Holding sich nehmen. Das kostet finanzielle Anstrengung, das kostet finanzielle Kraft. Und wir werben darum und wir tun alles dafür,
dass wir innerhalb dieses Zeitfensters auch tatsächlich zu grundsätzlich neuen Lösungen kommen. Ein kleiner Teil davon ist, dass wir jetzt handeln müssen mit der Pädiatrie und dieses Handeln, was jetzt unmittelbar bevorsteht, ist auch nicht so angelegt, dass das ein Handeln auf die Ewigkeit sein soll. Also die Veränderung in der Beschlussfassung, die der Landrat ja schon angesprochen hat, trifft durchaus auf die auf eine Optimierung, also das Erkenntnis, dass das eine Optimierung in unserer eigenen Entscheidungslage ist. Es geht hier um die temporäre Anerkennung der Realität und um einen Schritt in die Richtung der grundsätzlichen Neudiskussion von Versorgungsstrukturen. Und weil das eigentlich nichts für Betriebswirte alleine ist, sondern eigentlich und auch in unserem Projektdesign medizinisch angetrieben werden soll, deswegen wird Herr Dr. Schof als medizinischer Geschäftsführer des AMK die Veränderung und die Treiber dieser Veränderung nochmal hier für Sie beschreiben. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn es in mir brodelt, möchte ich möglichst emotionslos oder emotionsarm Ihnen die Fakten darstellen, die sich zu dieser Entwicklung am heutigen Abend skizzieren lassen. Wenn ich hier als medizinischer Geschäftsführer ausgewiesen bin, so möchte ich doch betonen, dass ich das, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe, insbesondere aus der Erfahrung als Mediziner in den letzten Jahren erworben und in den letzten 2 Jahren eben auch in dieser Position erlebt habe, darstellen. Das ist die Grundlage dessen, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe. Und ich möchte dabei auf 3 Aspekte hinweisen, die mir besonders wichtig erscheinen. Zum einen geht es um den medizinischen, um den pädiatrischen stationären Versorgungsbedarf, der sich in den Jahren kontinuierlich verändert hat. Dieser Bedarf ist kontinuierlich gefallen. Das zweite ist, ich möchte Ihnen kurz skizzieren, die Ergebnisse der Bemühungen der Personalakquise. Und drittens ist es mir wichtig, den vielfach diskutierten Qualitätsanspruch, der offensichtlich sehr unterschiedlich interpretiert wird und verstanden wird, noch einmal kurz unter dem Aspekt der Pädiatrie darstellen. Zunächst lassen Sie mich auf den stationären Versorgungsbedarf zu sprechen kommen. Wir mussten konstatieren, Jahr für Jahr, dass es immer weniger stationäre Versorgung in der Pädiatrie gegeben hat, auch in den Jahren der Schließung zum Beispiel der pädiatrischen Klinik in Salzwedel. Da hatten wir die Hoffnung, dass sich die Fallzahlen steigern ließen. Ich darf Ihnen mal aktuell sagen, was wir in diesem Jahr vom 1. Januar bis zum 31. Oktober an Kindern in der Pädiatrie in Gardelegen behandelt haben. Das waren aktuell 354 Kinder, in überschlagen 306 Tagen, etwa ein Kind stationäre Aufnahme in der Klinik in Gardelegen. Die Verweildauer dieser Kinder beträgt im Schnitt etwa 2,5 Tage. Daraus resultiert eine relativ geringe Fallschwere. Sie können sich vorstellen, wenn ein Kind 2 Tage stationär versorgt worden ist, dann ist die Schwere der Erkrankung überschaubar gewesen. Dies führt dazu, dass insbesondere die Kostenträger, insbesondere der medizinische Dienst, diese Dinge hinterfragt und also auch oftmals zu dem Ergebnis kommt, dass nach Beendigung der Behandlung der stationäre Versorgungsbedarf dieser Kinder in Frage gestellt wird. In der Summe führt das dazu, dass also kontinuierlich und das nicht unter dem Aspekt Corona, sondern über die letzten Jahre kontinuierlich hinweg, wie gesagt, die Zahl der zu versorgenden Kinder abnahm. Dies ist keine besondere Situation in Gardelegen. Wir haben eine zweite Klinik am Standort in Salzwedel. Auch da sind die Zahlen zwar höher, in der Tendenz aber gleichgerichtet. Und wir sehen das nicht nur im Altmarkkreis, sondern wir sehen das in vielen Gebieten Deutschlands, sehr unterschiedlich, wenn man Ballungsräume und Regionen wie die unsere betrachtet. Aber am Ende des Tages ist es eben so, wie dargestellt, der Versorgungsbedarf nimmt ab.
natürlich auch bedingt durch eine verbesserte Möglichkeit ambulanter Versorgungsstrukturen in der Pädiatrie. Deshalb ist es auch das Ziel, genau diese ambulante Versorgung zu stärken, die im Grunde genommen auch von Eltern, von niedergelassenen Pädiatern gefordert wird. Und die also aus diesem Grunde, aus unserem Sinne oder unter diesen geschilderten Aspekten eben wirklich notwendig ist. Wir haben die glückliche Situation, das sollte man auch mal noch mal deutlich herausstellen, dass wir im Altmarkkreis dann sowohl stationäre Vorhaltung haben, als auch eine auszuweitende ambulante Versorgung für Kinder. Das ist ein Aspekt, wenn Sie bedenken, dass es mittlerweile viele Landkreise gibt, in denen es überhaupt keine pädiatrische Versorgung stationär mehr gibt, nicht hoch genug zu bewerten. Wir haben insbesondere in den letzten anderthalb Jahren auch im Rahmen des Aktionsbündnisses mit den Vertretern der Stadt und Sie kennen alle die Akteure, denen wir sehr zu Dank verpflichtet sind, versucht, ärztliches Personal zu gewinnen. Fachärztliches Personal als auch Assistenzpersonal, junge Ausbildungsassistenten als auch Chefärzte. Wenn ich den Bereich der Assistenzärzte, der Ausbildungsassistenten kurz darstellen darf, im Rahmen dieser Bemühungen, die sehr ausgeweitet waren, Funk, Sie haben das selber wahrscheinlich alle erlebt, Funk und Fernsehen, überregionale Berichterstattung, auch in Printmedien, im Prinzip, also wirklich in großem Ausmaß der Versuch, Fachpersonal zu gewinnen, hat am Ende des Tages dazu geführt, dass wir 23 potenzielle Bewerber konstatieren konnten, von denen nach ersten Gesprächen 5 bereit waren zu einem Vorstellungsgespräch, von denen 3 danach sagten, das käme für sie nicht in Frage. Und bei 2 war es von unserer Seite, was den Qualitätsanspruch angab, also nicht möglich, diese mit den Bewerbern weitere Gespräche zu führen. Die Gründe dafür habe ich aus meiner persönlichen Sicht vielfach dargestellt. Bei den Ausbildungsassistenten geht es darum, dass sie in einem überschaubaren Zeitraum ihre Weiterbildungskataloge erfüllen können. Und wie ich Ihnen anfänglich sagte, ist es eben so, dass aufgrund der Fallschwere, der Fallzahlen natürlich Kliniken, wie die jetzt in Frage gestellte in Gade liegen, für diese Assistenten auch bei Beginn ihrer Ausbildung nicht erste oder zweite Wahl sind, weil sie von vornherein wissen, dass sie ihren Ausbildungskatalog dort nicht erfüllen können, dass sie nur für bestimmte Zeit in der Klinik arbeiten werden und dann weiterziehen in weitere größere Kliniken. Und für Chefärztinnen, potenzielle Chefärztinnen oder Chefärzte ist die Situation so, dass sie eben das Versorgungsspektrum so wie geschildert vorfinden und aus diesem Grunde solche Kliniken wie Gardelegen oder Salzwedel für sie unlukrativ erscheinen. Das ist der Grund, warum die Akquise von Fachkräften enorm erschwert ist. Und wenn ich das letzte Jahrzehnt sehe, dann muss ich Ihnen sagen, nicht nur in der Pädiatrie erschwert ist und zukünftig sich immer mehr oder immer erschwerter darstellen wird, tatsächlich dieses Personal zu bekommen. Sodass wir heute konstatieren müssen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es also nicht gelungen, Fachärzte oder Assistenten zu gewinnen. Auch nicht in Zusammenarbeit mit dem städtischen Klinikum, das uns da sehr unterstützt hat, auch nicht die Zusammenarbeit mit der Uniklinik. Wir haben vereinbart mit dem städtischen Klinikum, dass die Akquise von Personal weitergehen soll, aktuell unter dem Aspekt, dass die ambulante oder die Gewinnung von Kräften, die dann in der Ambulanz arbeiten können, im fachärztlichen Zentrum in Gardelegen weitergeführt werden soll. Aktuell werden auch Gespräche mit Interessenten geführt. Und lassen Sie mich bitte noch einen dritten Punkt darstellen. Aus dem initial Gesagten werden Sie verstehen, dass qualitativ hochstehende kinderärztliche Versorgung natürlich auch davon abhängt, wie in der täglichen Routine bestimmte Erkrankungen behandelt, diagnostiziert und behandelt werden können.
Und Sie haben, oder ich habe Ihnen dargestellt, dass die Fallschwere gering ist, aufgrund der Tatsache, dass das häufig Erkrankungen sind, die also so im Grenzbereich zwischen ambulanter und stationärer Medizin zu therapieren sind. Und aus diesem Grunde ist es, was die Qualität der medizinischen Versorgung angeht, aus meiner Sicht eben wichtig, dass wenn ein Kind tatsächlich schwer erkrankt, es nicht den Weg über eine periphere Klinik und dann mit einer sofortigen Weiterverlegung in ein spezielles Zentrum erfolgt, sondern dass primär die Wege gebahnt werden für wirklich schwer erkrankte Kinder, eine primäre Versorgung in Schwerpunktkrankenhäusern anzustreben. Und mir scheinen diese drei Punkte, die ich Ihnen dargestellt habe, sehr wichtig bei der Entscheidungsfindung, wie sich, wie die weitere Versorgung sich darstellen wird. Aus meiner Sicht, und davon bin ich überzeugt, ist dieses die Möglichkeit auf der einen Seite stationärer Behandlung und auf der anderen Seite eines ausgeweiteten Ambulanzsystems am Standort in Gardelegen eine zukunftsträchtige Möglichkeit für eine auch mittelfristig stabile kinderärztliche Versorgung zu gewährleisten. Davon bin ich überzeugt und dafür werben wir am heutigen Abend. Danke. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich gebe die Diskussion jetzt frei. Herr Dr. Becker und Herr Dr. Karls hatten sich gemeldet. Herr Dr. Becker, bitte zuerst. Sie waren. Zunächst, meine Damen und Herren, möchte ich die Beschlussvorlage, die uns vorliegt, korrigieren. Wir haben am 28.09.20 nicht das beschlossen, was dort zitiert ist, sondern wir haben beschlossen, dass 12 pädiatrische Vorhaltebetten und 5,5 VK ärztliche, also pädiatrische Stellen, angestrebt werden sollen. Und das steht in der Beschlussvorlage nicht drin. Das ist also auch im Protokoll, wenn Sie es nachlesen wollen, Herr Landrat, so enthalten. Sei es wie es sei, wir haben also auf keinen Fall die Ärzte bekommen, aber wir haben seitdem weitreichende Besprechungen gehabt. Das fängt also an, dass wir einmal diese Informationsberatung mit der Geschäftsführung hatten. Wir hatten dann mit der Geschäftsführung und der Boston Consulting Group die strategischen Überlegungen im Workshop. Und wenn Sie sich erinnern können, die dabei gewesen sind, habe ich damals moniert, dass bei dieser Besprechung kein Vertreter des Landes anwesend war. Und ich finde, das Land muss natürlich zu diesen Dingen unbedingt Stellung nehmen, weil letztendlich das Land verantwortlich ist für den Krankenhausplan, das heißt für die Gestaltung der Kliniklandschaft in Sachsen-Anhalt. Und Sie können sich ganz einfach da nicht wegducken. Das wäre also wirklich sehr, sehr negativ für die Gestaltung. Jetzt aber müssen wir eine Lösung finden. Und da meine ich schon, dass wir jetzt überstürzt keine Entscheidung treffen sollten, die möglicherweise Entwicklungen vorgreift. Ich will damit sagen, die angestrebte Schließung der Kinderklinik sollte nicht als alternativlos präsentiert werden, sondern als Interimslösung in der Form, dass man trotzdem in dieser Zeit eine durchgehende pädiatrische Notfallversorgung für die ambulanten und stationären Fälle vorhält. Denn vielfach, auch hier in den Ausführungen, habe ich vermisst, wir haben nicht nur Notfälle, die von außen kommen, wir haben Notfälle, die von innen präsent sind. Wir müssen doch davon ausgehen, dass in der Geburtshilfe plötzlich aus einer ganz normalen Entbindung eine Hochrisikoentbindung wird mit entsprechendem Bedarf im pädiatrischen Bereich. Und deswegen werden ja Kliniken, geburtshilfliche Kliniken, die keine Kinderklinik mehr haben, abgestuft
als Geburtseinrichtungen ohne Kinderklinik Versorgungsstufe 4. Und das kann ja eigentlich nicht unser Bestreben sein. Und wenn man jetzt sagt, man nimmt diese Risikoschwangerschaften heraus, dann weiß der Betreffende auch nicht, dass aus jeder Schwangerschaft eine Risikoschwangerschaft werden kann. Und wenn gesagt wird, wir haben nur 365 Fälle in der pädiatrischen Klinik, dann muss man natürlich auch sagen, wenn eine Klinik ständig beschossen wird und ständig gesagt wird, sie wird wahrscheinlich auslaufen, dann kommen auch nicht mehr die entsprechenden Patienten. Was das heißt, ich will sagen, man kann Bedarf auch herstellen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, es sind ja nicht nur die Patienten im pädiatrischen Bereich, die von draußen kommen, es sind auch die Kinder, die als Neugeborene vom Pädiater betreut werden müssen, nämlich mit U1 und U2, das sind die ganzen Untersuchungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Und deshalb muss ich also jetzt appellieren, ganz egal, wie es sich entwickelt, wir müssen versuchen, eine durchgehende pädiatrische Betreuung für die ambulanten und stationären Patienten zu erreichen und das mit Hilfe vieler Beteiligter. Und hier muss ich sagen, ist es so, dass wenn Salzwedel die Kinderklinik ist, die dann für diesen Versorgungsbereich mit zuständig ist, dann sollten Sie auch interessiert sein, dass in Ihrem Vorfeld personelle Dinge begleitet werden, dass also unter Umständen Hilfe geleistet wird. Das wäre also meine Vorstellung und das würde ich also als notwendig sehen. Das ist also das Anliegen, was wir vielleicht heute auf jeden Fall festlegen, dass eine Schließung der Kinderklinik in Absolutheit auf keinen Fall erfolgen wird. Und wenn sich personelle Entwicklungen ergeben, und die ergeben sich, wenn ich also die Deutungen der Bürgermeisterin aus Gardelegen und Frau Hietl als Landtagsabgeordnete zur Kenntnis genommen habe, gibt es diese Entwicklung, dann kann man auch ein sogenanntes pädiatrisches Zentrum wieder in Gardelegen einrichten. Und das ist ja auch immer solche Geschichte, wissen Sie, heute wird alles immer sehr steil hochgefahren. Es wird von Zentren geredet und von allen möglichen Dingen, aber wichtig ist ganz einfach die einfache Versorgung. Und es muss auch uns allen klar sein, wenn in Gardelegen keine pädiatrische Versorgung mehr stattfindet, dann hat man über 100 Kilometer bis Magdeburg keine pädiatrische Versorgung. Und das betrifft solche Orte wie Letzlingen, wie Mieste, wie auch aus dem Heinsnehmer Bereich, die auch keine Versorgung mehr haben, ganz empfindlich. Und bei den Pädiatern oder bei den Kindern reden wir immer von den Schwächsten der Gesellschaft. Wenn wir über andere Patienten reden würden, da würde viel mehr Gegenwind sein. Da würden möglicherweise die Leute auf die Straße gehen. Aber die Kinder, die sind ja noch so klein und können das nicht. Danke. Bitte. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Landrat, liebe Kolleginnen, Abgeordnete, es ist ja nur im Prinzip alles gesagt, manches auch mehrfach. Ganz besonders möchte ich Herrn Ziche danken, dass er auch den großen Blick genommen hat auf diejenigen und auf die Umstände, die dazu führen, dass wir uns heute darüber unterhalten müssen, dass ein Bestandteil öffentlicher Daseinsvorsorge geschlossen wird. Vorab möchte ich kurz Stellung nehmen zu der Betrachtung vom Kollegen Schof, der sagte oder der auf die Fallzahlen in der Pädiatrie abstellte. Wir müssen sagen, wenn es eine andere Abteilung treffen würde, bei der die Fallzahlen zusammenbrechen oder zurückgehen, würde man Überlegungen anstellen, wie man das Profil dieser Abteilung schärfen könnte, wie man dafür sorgen könnte, dass diese Abteilung besser dasteht. Es ist offensichtlich ein Gedanke, den zu machen, sich nicht die Mühe gegeben wurde. Wir können diesen Sachverhalt der Schließung einer Einrichtung der öffentlichen Daseinsvorsorge als, ich sag mal, vorläufigen Höhepunkt einer jahrzehntelangen Entwicklung sehen. Ich will das ganz kurz aufmachen, ich will Sie auch nicht hier lange festhalten.
Wir haben zunächst mal ein Missverhältnis zwischen Studierendenzahlen und freien Arztstellen. Das haben wir aber nicht seit gestern und das haben wir nicht seit 5 Jahren. Das nahm seinen Ausgangspunkt im Jahr 2000 mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den Arbeitszeiten von Ärzten im Krankenhaus. Insbesondere ging es da um die Anerkennung von Bereitschaftsdienstzeiten als Arbeitszeiten. Ganz plötzlich war es damals nämlich so, dass die Ärzte nicht mehr 60 Stunden im Krankenhaus in der Woche arbeiten durften, sondern nur noch 48. Die Arbeit war aber noch da, also brauchten wir mehr Köpfe. Dem ist aber bis heute nicht ansatzweise entsprochen worden. Es kam sogar in den Jahren 2007, 2008 zu einem absoluten Tiefpunkt an Studierendenzahlen in der Humanmedizin in Deutschland mit 78.000 noch was Studenten über alle Studienjahre. Seitdem hat sich das deutlich gebessert, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass wir für jede Stelle, die wir besetzen müssten, tatsächlich auch einen Arzt haben. Das ist also erstmal eine Frage der Hochschulpolitik, das ist Landesaufgabe. Darüber hinaus kommt verschärfend dazu die Arbeitsverdichtung in den Krankenhäusern. Ganz dramatisch merkt das natürlich die Pflege und die Kolleginnen, die dort arbeiten. Das trifft aber eben auch die Ärzte. Wir haben im Zuge der Ökonomisierung des Krankenhausbetriebes, insbesondere durch die diagnosebezogenen Fallpauschalen, festzustellen, dass es zu einer sehr hohen Arbeitsverdichtung kommt. Also Sie können sich das übertragen so vorstellen, dass bei konstantem Personalbesatz an einem Fließband das Tempo oder die Geschwindigkeit des Fließbands schneller gestellt wurde. Was natürlich dazu führt, oder das darf man annehmen, dass die Belastung und die Belastbarkeit des Personals schneller erreicht ist. Das heißt, es Teilzeit oder ganz Rückzug aus dem Medizingeschäft oder aus der Pflege wurde tatsächlich zu einer Option für nicht wenige KollegInnen im Krankenhaus. Als nächstes haben wir noch den ökonomischen Aspekt. Das Land erfüllt seit Jahren seine Investitionsverpflichtung nicht. Wir haben das schon gehört heute. Es gibt 2 Säulen der Krankenhausfinanzierung. Das sind einmal die Betriebskosten quasi über die diagnosebezogenen Fallpauschalen einerseits und zum anderen über Investitionszahlungen der Länder. Das Land Sachsen-Anhalt zahlt Gelder, aber eben nicht in dem erforderlichen Maß, sodass von den Geldern, die eigentlich für den Betrieb gedacht sind, nämlich aus den Fallpauschalen, tatsächlich Geld ausgegeben werden muss, um Instandhaltung und Investition zu tätigen. Eine große Klammer für diese ganzen Prozesse ist aus meiner Sicht eine Geringschätzung und eine Vernachlässigung des ländlichen Raumes. Lassen Sie es mich so sagen. Wir in der Altmark sind sowohl den Herrschaften in Magdeburg als auch in Berlin scheißegal. Das interessiert letztlich nicht, ob unser Krankenhaus da irgendwie Bestand hat oder nicht. Es zählen andere Interessen. Das finde ich sehr bitter. Im Ergebnis müssen wir sagen, dass die Schließung der Kinderstation, ob die nun besonders wirtschaftlich ist oder nicht, ich möchte diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gar nicht übernehmen, weil aus meiner Sicht eine primär wirtschaftliche Betrachtung eines Betriebes oder einer Einrichtung der öffentlichen Daseinsvorsorge sich verbietet. Diese Schließung der Pädiatrie ist ein Abbau öffentlicher Daseinsvorsorge, als solches überhaupt gar nicht hinzunehmen. Sie schwächt den ländlichen Raum, sie schädigt und schwächt unsere Struktur in diesem Raum, eine gewachsene Struktur. Und sie stellt, das ist ein kleiner Nebenaspekt, noch eine zusätzliche Reduktion kinderärztlicher Ausbildung dar. Mit der Linken ist ein solcher Abbau sozialer und öffentlicher Daseinsvorsorge nicht zu machen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Karls. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, bitte, Herr Stegert. Ich möchte Rederecht für meine Kollegin aus dem Stadtrat, der Sozialausschussvorsitzenden Sandra Hiedl, hier beantragen. Das geht nicht. Wir sind im Kreistag, das geht so nicht. Wer würde das mal begründen? Aber warten wir einen Augenblick. Wenn damit alle einverstanden sind, wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Ja, okay, warte mal ab, was Frau Otte sonst sagt.
Ja, vielen Dank. Muss darüber abgestimmt werden, hat sie gesagt. Okay, dann nehme ich da mein Votum soweit zurück und folge da Ihrem Antrag. Wer dem Antrag von Herrn Stegert folgt, dass Frau Hiedl sich hier äußern darf, dem mit ihrem Kartenzeichen. Das ist die große Mehrheit, denke ich, da braucht man nicht zu zählen. Dann bitte ich Frau Hiedl ans Mikrofon. Frau Hiedl, kommen Sie doch hier vorne her, bitte. Ich finde diesen Vorgang nicht richtig. Bitte? Ich halte den Vorgang nicht für richtig. Na gut, wir haben noch nicht zugestimmt. Sehr geehrte Damen und Herren Kreistagsmitglieder, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ich hier heute Abend die Chance habe, kurz zu Ihnen zu sprechen zu dürfen. Kurz vielleicht zu meinem Hintergrund, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Sandra Hiedl, ich bin Sozialausschussvorsitzende der Hansestadt Gadelegen und seit 2012 Vorstandsmitglied im Förderverein Kindertraum der Kinderklinik Gadelegen und jetzt seit Juni Mitglied des Landtages. Ich würde Ihnen nur ganz kurz ein bisschen was zur Historie der Kinderklinik Gadelegen erläutern. Die Kinderklinik Gadelegen gibt es mittlerweile seit über 24 Jahren mit stabilen Behandlungsfällen. Ja, die Statistik, die führen wir regelmäßig und wir hatten natürlich jetzt einen Corona-Einbruch, aber grundsätzlich sind wir bei ca. 800 Behandlungsfällen pro Jahr für den pädiatrischen Teil und bei ungefähr 300 bis 350 Behandlungsfällen für den chirurgischen bzw. orthopädischen Bereich. Im September 2018 hat die Gesundheitsministerin Grimm-Benne einen Förderbescheid zum Bau eines Mutter-Kind-Zentrums überreicht. Das waren rund 5,3 Millionen. In der Beschlussvorlage ist es auch erläutert, hat auch noch ein paar andere Aspekte, aber ein großer Teil dieser Summe wurde für ein Mutter-Kind-Zentrum eingeplant. Im Mai 2020 wurden erstmals Schließungspläne der Kinderklinik bekannt. Von Mai bis September 2020 hat sich eine große Protestwelle und eine Unterschriftensammlung aufgebaut. Resolutionen durch die Hansestadt Gadelegen und umliegende Gemeinden wurden auf den Weg gebracht. Diese Protestwelle hat dazu geführt, dass im September das Aktionsbündnis Kindergesundheit Altmark gegründet wurde. Das war eine Initiative der Hansestadt Gadelegen, des Altmarkkreises Salzwedel, der Salus Altmark Holding und des Fördervereins Kindertraum. Seit September 2020 liefen verschiedene Aktionen des Aktionsbündnisses, um sich für den Erhalt der Kinderklinik stark zu machen. Unter anderem Werbekampagnen zur Ärztesuche. Land in Sicht ist da diese Frühjahrsoffensive gewesen im Januar, Februar und März 2021. Dr. Schof hat es ja schon erwähnt, es gab diverse Bewerbungsverfahren und es gab im April diesen Jahres auch eine relativ positive Presseberichterstattung, wonach, ich zitiere eine Mitteilung des Altmark-Klinikums, die Besetzung der ärztlichen Leitung kurz vor dem Abschluss steht. Es fehlt nur noch die Beteiligung der SAH-Personalkommission und eine Aufsichtsratentscheidung. Wie wir auch alle wissen, ist diese Ausschreibung auch relativ positiv verlaufen, denn mittlerweile ist die neue Chefärztin für die Station in Salzwedel eingestellt worden. Ein Zitat der Pressesprecherin möchte ich noch kurz erwähnen. Zur Besetzung der Chefarztstellen haben einige sehr gute Gespräche mit interessanten Bewerbern stattgefunden. Dass diese Bewerber dann letztendlich nicht den Qualitätsanforderungen des Altmark-Klinikums entsprachen, ist sehr bedauerlich. Andere Kliniken, wie zum Beispiel das Stendaler-Klinikum, hat mittlerweile einen Oberarzt eingestellt, der sich auch in Gadelegen beworben hatte. Wir haben im Juni und Juli erneute Gespräche mit der Salus Altmark Holding, mit der Leitung geführt, um über das Bewerbungsverfahren uns informieren zu lassen als Aktionsbündnis und hatten am 12.07. ein Übergangskonzept besprochen. Dieses Übergangskonzept sah vor, dass die Kinderstation im Haupthaus untergebracht werden sollte und eine Kooperation mit der Uniklinik und dem Städtischen Klinikum Magdeburg auf den Weg gebracht werden soll. Der Abschluss des Kooperationsvertrages war für das dritte Quartal 2021 vorgesehen. Das ganz Besondere an diesem Kooperationsmodell ist dieses sogenannte Eltern-Kind-Zentrum Stadt-Land, ein Rotationsmodell, wonach wir zukünftig Fachärzte und Assistenzärzte im Rotationsprinzip in Magdeburg und Gadelegen ausbilden und so auch Fachärzte für den ländlichen Raum akquirieren.
Im August hat der Sozialausschuss des Kreistages getagt und es gab, ich sag mal, nicht so eine positive Presseberichterstattung, was sehr bedauerlich war und uns als Aktionsbündnis natürlich noch mal ein bisschen auf den Plan gerufen hat. Wir haben einen Termin im Ministerium, ein Gespräch über ein mögliches neues Versorgungskonzept mit der Gesundheitsministerin Grimm-Benne geführt. Das war am 24.09. Das waren die Bürgermeisterin Mandy Schumacher und die Vorsitzende des Fördervereins, Frau Christine Schulz. Ende September wiederum, das hat die Salus Altmark Holding schon erläutert, gab es einen Aufsichtsrat, der den Beschluss zur Schließung der Klinik nicht getroffen hat, sondern auch beschlossen hat, dass die Kinderstation bislang auf der bisherigen Station verbleibt. Am 12.10. war Dr. Schof bei uns im Sozialausschuss in Garlingen und hat die aktuelle Situation erläutert, wonach es Bewerbungen für die Assistenzarztstellen des neuen Kooperationsmodells gebe. Und auch Professor Dr. Jorch eröffnete eine neuropädiatrische Spezialambulanz und da sind wir sehr dankbar um dieses neue Angebot in Garlingen. Ich möchte mich insbesondere bei Herrn Dr. Schoh für seine wirklich außerordentlichen Bemühungen bedanken und hoffe, dass er sich vielleicht auch noch vorfühlt, wenn der Kreistag heute eine entsprechende Entscheidung trifft. Ich habe mich als Landtagsmitglied auch nochmal bemüht, mit der Ministerin über dieses mögliche neue Versorgungskonzept zu informieren, habe da aber bis heute keine Reaktion erhalten und habe auch nochmal ein Telefonat mit dem Herrn Richter geführt, dem neuen Geschäftsführer. Und er hatte mir in der Tendenz schon signalisiert, dass es wohl auf eine Schließung der Station hinausliefe. Ich hatte Anfang September dann noch mal ein Gespräch mit dem ärztlichen Leiter des Städtischen Klinikums Magdeburg, mit dem Herrn Dr. Heiduk. Und er hat mir versichert, dass mit Blick auf dieses Kooperationsmodell eine Bewerbung für einen Assistenzarzt und einen Facharzt, der sich innerhalb der Kooperation weiterbilden möchte und auch in Garlingen tätig sein möchte, vorliegen. Es aber seitens der Salus Altmark Holding noch keine Reaktion gab. Das habe ich heute in einem erneuten Telefonat noch einmal bestätigt bekommen. Ja, die Entscheidung muss allerdings relativ zeitnah getroffen, damit diese beiden Ärzte auch eingestellt werden können und die Kooperation mit Leben erweckt werden kann, weil insbesondere die pädiatrische Versorgung im gesamten Land vor großen Herausforderungen steht. Insbesondere die städtischen Kliniken sind an ihren Kapazitätsgrenzen, nachdem ja Haldensleben vor mehreren Jahren geschlossen hat, laufen die großen Pädiatrien zu und wir haben einfach die Kapazitätsgrenzen erreicht, was auch eine Pressemitteilung der Ärztekammer des Landes Anfang November verdeutlichte. Ja, ich bin ja nur auch Landespolitikerin und ich kann Ihnen bestätigen, dass ich wie eine Löwin kämpfen werde, dass das Land zu seiner Verpflichtung steht, den Krankenhausplan mit Leben zu erfüllen. Es bedarf aber einer kurzfristigen Entscheidung zum Erhalt der Kinderklinik und das geplante Modell muss mit Leben erfüllt werden. Die Versorgungssicherheit ist nicht gegeben, wenn sich die Versorgung auf die städtischen Ballungszentren beschränkt und hier meine ich insbesondere auch das städtische Ballungszentrum Salzwedel, der mit 18 Betten bei 12.000 Kindern in im Altmarkkreis Salzwedel ist eine gesicherte Versorgung aus meiner Sicht nicht gegeben. Des Weiteren muss auf Bundesebene die Finanzierung der Pädiatrie über das sogenannte Fallpauschalensystem umgestellt werden. Da ist wiederum das Land in der Pflicht, auf den Bund entsprechenden Druck auszuüben, damit sich die Grundversorgung im ländlichen Raum auch rechnet. Noch kurz zur Notfallversorgung. Wir hatten im Jahr 2019 ca. 1300 Notfälle in der Pädiatrie in Garlingen. Die sind nicht auf die Station eingewiesen worden, sondern sind nachts behandelt worden. Es ist bei Kindern relativ häufig, dass sie nachts mal einen Fieberkrampf erleiden oder ein Pseudokrupp haben, werden dann kurzfristig behandelt und können dann auch wieder in die ambulante Versorgung der Eltern nach Hause entlassen werden. Ja? Diese Zahlen beispielsweise fließen gar nicht in die Erhebung mit ein. Und jetzt noch ganz kurz zur personellen Situation, auf die ja relativ häufig abgestellt wird. Es ist richtig, dass unsere Fachärztin zum 1.1. in die Ambulanz wechselt, aber genauso richtig ist es, dass wir Assistenzärztinnen in Ausbildung haben. Eine Assistenzärztin würde im April, soweit sie ihren Facharzt schafft, gerne wieder zurück nach Garlingen kommen, denn auch ihr Mann arbeitet als Chirurg bei uns in Garlingen. Eine weitere Assistenz- oder Fachärztin kehrt aus der Elternzeit im Jahr 2023 zurück und eine weitere Assistenzärztin in Ausbildung kann sich sehr gut vorstellen, in Garlingen zu arbeiten, denn sie kommt aus dem ländlichen Raum und für sie persönlich ist es ganz interessant, auf einer kleineren Station zu arbeiten, denn für sie kommt ein Kind und sie muss erstmal diagnostizieren, was es ist und es ist eine Arbeit, die ihr sehr viel Spaß macht und ich gehe davon aus, dass man tatsächlich Möglichkeiten hat, auch über dieses Kooperationsmodell
mit Magdeburg eine Versorgung für die Stadt und für das Land abzusichern. Ich kann Sie heute nur bitten, sich genau Gedanken zu machen über Ihre Entscheidung und auch die Verantwortung nach Magdeburg zu geben. Ich sitze im Landtag in Magdeburg und stehe natürlich an der Seite des ländlichen Raums und an Ihrer Seite, wenn Sie sich heute gegen die Schließung entscheiden, und würde natürlich dort beim Ministerpräsidenten und der Gesundheitsministerin trommeln, dass das Land seiner Verpflichtung zur Daseinsvorsorge im ländlichen Raum, insbesondere mit Blick auf die gleichwertigen Lebensverhältnisse, nachkommt. Herzlichen Dank. Schönen Dank, Frau Hiedl. Gibt es von Seiten der Kreistagsmitglieder noch Wortmeldungen? Ja, bitte, Herr Korrell. Weiterer Rückbau unserer Heimat, das ist das, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich zum ersten Mal die Bestrebung der Salus vernommen habe, dass die Kinderklinik in Gardelegg keine Zukunft mehr haben wird. Seit dieser Zeit ist viel geschehen. Unterschriftensammlungen, Demonstrationen, Unterstützungsbekundungen auf allen Ebenen, und trotzdem stehen wir heute hier und sollen unseren Landrat dazu ermächtigen, im Namen des Kreistages für die Schließung zu stimmen. Uns tut es um unsere Region und unsere Menschen leid, die diesen Rückbau seit Jahren erleben müssen. Und deswegen fordern wir von der AfD-Fraktion den Erhalt der Kinderklinik. Dankeschön. Wünscht ein weiteres Kreistagsmitglied das Wort? Ich sehe, das ist nicht der Fall, sodass ich dann die Diskussion zu dem Tagesordnungspunkt schließe und den Beschlussvorschlag Ihnen vortrage. Der Kreistag beschließt: Der Landrat wird ermächtigt, die Entwicklung eines Zielbildes für die gesundheitlichen Angebote der Altmar Klinikum G GmbH mit der erforderlichen Detailtiefe gemeinsam mit dem Land Sachsen-Anhalt als Gesellschafter der Salus Altmark Holding G GmbH und der Geschäftsführung voranzutreiben. Zweitens, in Abänderung des Kreistagsbeschlusses vom 28.09.2020, das war der Beschluss 193/2020, Stand der Entwicklung der Pädiatrie in der Altmark Klinikum GmbH wird der Landrat als Gesellschaftsvertreter des Altmarkkreises Salzwedel ermächtigt, zuzustimmen, dass die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Krankenhaus Gardelegen aufgrund der fehlenden Fachärztinnen bzw. Fachärzte zum 31.12.2021 geschlossen wird. Eine traumatologische Versorgung von Kindern ab 3 Jahren in den chirurgischen Fachabteilungen wird im Krankenhaus Gardelegen weiterhin vorgehalten. Gleichzeitig wird der Landrat beauftragt, bei entsprechenden Veränderungen der aktuellen Rahmenbedingungen eine Überprüfung der getroffenen Entscheidung und sich daraus ergebenden Strukturveränderungen einzufordern. Wer diesen Beschlussvorschlag so folgt, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke. Wer ist dagegen? Das ist die große Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme? Bei 1, 2 Enthaltungen, also 2, ja, 1, und Herr Hund hatte sich noch enthalten. Herr Fuchs und Herr Hund haben sich enthalten. Alle anderen waren dagegen, bis auf Landrat. Und ich hatte dem Votum des Landrates, bin ich gefolgt. Damit ist dieser Beschlussvorschlag abgelehnt, das ist klar. Und hier haben damit den öffentlichen Teil der Sitzung beendet. Ich bedanke mich bei der Öffentlichkeit, und wir setzen dann, sobald Nicht-Öffentlichkeit hergestellt ist, mit dem Tagesordnungspunkt 6 fort.